ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Food Friday. Heute gibt es einen Lebensmittel-Haul. Ich hoffe, das interessiert euch. Ich war wieder mal bei Lidl einkaufen und wir kaufen eigentlich häufig ähnliche Sachen oder das Gleiche. Möglicherweise interessiert es euch trotzdem. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr solche Food-Hauls findet. Vollkorntoastbrot. Dann Joghurt Milt, das hat irgendwie eine neue Verpackung, das mag ich ganz gerne zum Frühstück oder so. Oder auch abends mal mit Früchten, um Kohlenhydrate einzusparen, so als Dessert. Dann Nektarinen, auch immer sehr, sehr lecker. Tomaten, wir hatten keine Tomaten mehr und das ist bei mir eigentlich auch so eine Standardausstattung, die brauche ich immer. Da habe ich die passierten, Gesundheit. Die gehackten und die geschälten gekauft. Dann darauf steht mein Freund, ich mag ja am liebsten die Krakauer. Ich glaube, die ist auch gar nicht so extrem fettdick. Könnt ihr mir gerne schreiben. Mein Freund liebt die Käsewurst, also teilen wir das immer ganz gut auf. Die Pikante mag keiner, da mache ich meistens Wurstsalat draus oder so. Auf jeden Fall. Krakauer hat 158 Kilokalorien auf 100 Gramm. Ich würde sagen, das geht. Schweinekoteletts habe ich gekauft mit Knochen. Die finde ich super lecker, muss ich ehrlich sagen. Richtig gut. Dann habe ich auch noch Hähnchen-Innenfilet-Spieße gekauft. Die Hähnchen-Innenfilets von Lidl sind super lecker. Und da die Spieße waren irgendwie noch günstiger, deshalb habe ich die genommen. Kein Food Hall, aber so LED-Unterbauspots habe ich gekauft. Einen Salat, ich liebe ja den Roma-Salat, den gab es aber nicht, deshalb einen ganz normalen Eisbergsalat. Dann Münchner Weißwürste. Ich finde, das ist auch ein super leckeres Essen. Ich brauche da auch gar nichts dazu, also ich esse das ganz gerne abends mit Hendelmeier-Senf. Und ich bin eher so, also ich ernähre mich eher Low Carb und High Fat, falls ihr euch wundert. Frankfurter habe ich auch gekauft, sind auch sehr, sehr, sehr lecker. Jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, aber lecker. Und Emmentaler, den kaufen wir auch immer und den finde ich auch richtig gut. Hat 45% Fett in Trockenmasse, ich finde das geht, alles über 45%. Ist jetzt vielleicht nicht so ideal, wobei, wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie ihr euch ernährt, was ihr erreichen wollt. Meine allerliebsten Nudeln sind Barilla und da habe ich die Fusilli gekauft. Die isst nämlich mein Sohn am liebsten. Von Volleppi habe ich mir diesen Käse gekauft und mein Sohn liebt Frankfurter. Wie ihr seht, er versucht die jetzt schon aufzukauen und ich glaube... Ja, er hat es auch geschafft. Ja, wenn wir Frankfurter kochen. Nam nam. Nam nam. Cocktailtomaten und eine Mozzarella Light wandern eigentlich jedes Mal mit. Das mag ich auch super gerne als Abendessen oder auch mal, wenn es schnell gehen muss, zum Mittag. Ihr könnt mir gerne schreiben, was bei euch immer wieder im Einkaufswagen landet. Und ja, ob euch solche Food Hauls gefallen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.